Herzlich willkommen zum Tutorial über Viskosität. Unter Viskosität wird auch oftmals die innere Reibung von Flüssigkeiten verstanden. Um das zu erklären, benötige ich erneut einen Untergrund. Und an diesem Untergrund ist hier unten, sagen wir mal, ein Gummiband befestigt. Wenn jetzt eine Kraft parallel zur Oberfläche von links auf das Gummiband angreifen würde, so würden wir das Gummiband weiter auseinanderziehen. Warum ist die Scherung für uns so interessant? Ich zeichne mal schnell eine zweite Oberfläche auf. Zack. Stellen wir uns nun vor, dass der Abstand zwischen diesen beiden Oberflächen nicht so groß ist. Sagen wir mal 1 Millimeter. Dazwischen befindet sich eine Flüssigkeit. Sagen wir mal Honig haben wir dazwischen geschmiert. Hier haben wir den Honig. Verschieben wir jetzt aber die obige Platte, sprich die obere Oberfläche, nach rechts. Sprich, wir üben eine Schubspannung auf die Platte A aus. Diese nennen wir mal Tau. Tau ist gleich die Kraft pro Fläche. Interessant ist, dass die Kraft nicht senkrecht auf die Oberfläche angreift, sondern parallel zur Oberfläche angreift. Was passiert denn jetzt eigentlich genau in diesem Scherprozess? Wir haben ja gelernt, dass Moleküle aufgrund der Haftreibung an der Oberfläche des Materials haften. Unten genauso. Und vielleicht erkennt ihr langsam das Problem, die Oberfläche A ist in Bewegung versetzt worden, aber die Platte B bleibt still. Es entsteht ein Geschwindigkeitsgefälle. Die oberen Moleküle bewegen sich mit der Platte nahezu mit der gleichen Geschwindigkeit und die unteren Moleküle bewegen sich fast gar nicht. Was sagt uns das jetzt? Ich habe verschiedene blaue Schichten eingezeichnet. Je höher wir die Schichten von Platte B nach A hinaufsteigen, umso größer die Geschwindigkeit der bewegten Teilchen. Hätte ich anstelle des Honigs die Flüssigkeit Wasser verwendet, dann würde mein Geschwindigkeitsgefälle entsprechend größer ausfallen. Uns interessiert nun, wie errechnen wir die dynamische Viskosität? Dieser hat das Formelzeichen Eta. Zack. Und jetzt lasst uns mal versuchen, die Formel irgendwie herzuleiten. Ausgehend von der Kraft, die auf die Fläche A einwirkt, spielt die Fläche, die Oberfläche von Platte A, eine Rolle. Würden wir die Fläche nämlich vergrößern, so müssen wir viel mehr Kraft aufbringen, um dieses Schergefälle zu erreichen, wenn wir uns vorstellen, dazwischen liegt Honig. Die Kraft ist also proportional zur Oberfläche. Was sagt uns das proportional? Je größer die Oberfläche, desto mehr Kraft müssen wir aufbringen. Die Geschwindigkeit der bewegten Teilchen an der Oberfläche, der Platte A, hängt ebenfalls vom Krafteinsatz ab. Je mehr diese Teilchen in Bewegung versetzt werden, umso größer auch die Neigung. Und das Geschwindigkeitsgefälle nimmt zu. Stellt euch vor, ihr tunkt ein Messer in Honig, zieht es langsam wieder heraus. Es passiert nichts, bis auf eine kleine Grenzschicht auf der Messeroberfläche. Was passiert aber, wenn das Messer in Honig tunkt und ganz schnell wieder herauszieht? Dann kann es passieren, dass ihr den Honigtopf gleich mit anhebt. Im ersteren Beispiel, wo wir das Messer langsam herausziehen, ist das Schergefälle recht gering. Wenn wir das Messer aber ganz schnell herausziehen, dann haben wir ein ganz, ganz großes Schergefälle. Worauf ich hinaus will, die Kraft an der Oberfläche hängt mit der Geschwindigkeit der bewegten Teilchen zusammen. Eine Sache fehlt noch, aber da kommen wir auch noch drauf. Und zwar, wir sind diese zwei Platten und wir können uns denken, was würde passieren, wenn diese Platten dichter beieinander wären, wenn diese Platten nicht 2 mm voneinander getrennt wären, sondern nur 1 mm. Wäre es dann leichter, die Platten zu verschieben oder schwieriger? Bei geringerem Plattenabstand muss mehr Kraft aufgebracht werden. Wie notieren wir das am besten? Die Kraft ist antiproportional zum Plattenabstand. Okay, lasst uns mal folgende Erträge in eine Formel packen. Wir notieren, die Kraft F ist gleich. Wir notieren, die Kraft F ist gleich der Oberfläche mal der Geschwindigkeit dividiert durch den Plattenabstand. Eine Kleinigkeit müssen wir in unsere Gleichung noch reinbauen. Und zwar, hier haben wir die T
Tilde als Zeichen für die Proportionalität. Hier allerdings verwenden wir ein Gleichzeichen. Das darf man so nicht machen. Was die Tilde meint, wenn die Oberfläche größer ist, dann muss auch mehr Kraft aufgewendet werden. Wenn die Teilchen sich schneller bewegen sollen, muss ebenfalls mehr Kraft aufgewendet werden. Wenn der Plattenabstand größer ist, muss weniger Kraft aufgewendet werden. Umgekehrt, wenn der Plattenabstand kleiner ist, muss mehr Kraft aufgewendet werden. Das muss jetzt aber nicht heißen, wenn sich die Oberfläche verdoppelt, dass doppelt so viel Kraft aufgewendet werden muss. Das kann auch sein, wenn die Oberfläche sich vervierfacht, dass nur doppelt so viel Kraft aufgewendet werden muss. Aus diesem Grunde benötigen wir für unsere untere Gleichung einen Proportionalitätsfaktor, Eta. Und das ist die dynamische Viskosität. Was ist denn dann dynamische Viskosität eigentlich? Nichts Leichteres als das, wir müssen schlicht umformen. Sagen wir, dieser Ausdruck hier kommt noch rüber. Und wenn man ein bisschen umgeformt hat, erhält man für Eta die Kraft dividiert durch die Fläche, dividiert durch die Geschwindigkeit, dividiert durch den Plattenabstand. Da wir ja bei viskosen Flüssigkeiten ein Schergefälle vorliegen haben, sprich einen Geschwindigkeitsgradienten, möchte ich auch hier gerne noch ein Delta vorsetzen. Das ist ja erlaubt, weil Delta kann sich auch wegkürzen lassen. Wenn wir uns jetzt diese Formel, diesen Ausdruck für die dynamische Viskosität näher ansehen, dann sehen wir Kraft pro Fläche. Kommt uns das nicht bekannt vor? Hier oben haben wir eine Fläche und da greift ja bekanntlich parallel zur Oberfläche die Kraft an. Diese Kraft pro Fläche ist nichts anderes als, wie wir es hier oben auch stehen haben, unsere Schubspannung Tau dividiert durch unser Geschwindigkeitsgradient. Den kürze ich einfach mal als d ab. Also um nochmal darauf zurückzukommen, warum habe ich jetzt dieses orangene Delta hinzugefügt? Delta meint nichts anderes als kleine Abstände. Wir betrachten die Graphen in kleinen Abständen, die ich hier eingezeichnet habe. Nehmen wir uns mal diesen Graphen. Den untersuchen wir Schritt für Schritt in kleinen Abständen. In x-Richtung haben wir die Geschwindigkeit, sprich in waagerechte Richtung, weil der Strom fließt ja von links nach rechts. Und für das Gefälle, für das Geschwindigkeitsgefälle, ist eben der Plattenabstand z mitverantwortlich. Würden wir das Delta weglassen, dann hätten wir keine kleinen Abstände mehr, sondern, sage ich mal, einen riesengroßen Abstand. Der sähe ungefähr so aus. Und das Verhältnis dieser beiden Seiten, der Geschwindigkeitsseite und der Z-Seite, wäre gleich groß, auch wenn unser Graph vielleicht so aussehen würde. Darum ist es wichtig, in kleinen Abständen zu messen, damit auch jede Änderung wahrgenommen wird.